Psalmen bieten uns eine Fülle von Beschreibungen über den Schutz und die Bewahrung Gottes. Dass er eine Zuflucht für uns ist. Dass er ein Ort ist, wo wir uns bergen können. Ein sicherer Ort. Und Dinge, die da beispielsweise als Bilder gebraucht werden, sind Burg oder Festung, sind ein Berg, ein Turm, der Schirm oder eben auch Flügel. Und mit Flügeln ist gemeint, dass er wie eine Henne die Küken unter ihren Flügeln versammelt, wenn Gefahr ist, wenn beispielsweise ein Greifvogel kommt. Genauso birgt er uns unter seinen Flügeln. Ich habe das immer so ein bisschen belächelt, dieses Ding mit den Flügeln, bis ich einen Bericht mal gelesen habe über einen Waldbrand in den USA, wo davon geschrieben wurde, dass ein Waldarbeiter, die dann anschließend das Gelände da gesichtet haben, etwas gesehen hat, und zwar einen verkohlten Vogelleichnam. Ein Vogel lag da mit ausgebreiteten Flügeln und er wunderte sich etwas, warum der Vogel nicht weggeflogen ist oder was, und hob ihn an, und darunter waren Küken und die haben den Waldbrand überlebt. Kleine Küken. Und er hat gesehen, es war die Vogelmutter, die mit ihren Flügeln das Inferno abgehalten hat, die Katastrophe abgehalten hat, damit die Kleinen überleben konnten. Das ist genau das, was die Bibel mit diesem Schutz unter den Flügeln Gottes meint. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir geschützt sind, damit die Katastrophe an uns vorbeigeht, damit wir nicht ein Raub der Flammen werden müssen, sondern leben können, in das hineinkommen können, was er für uns hat. Diese Vogelmutter hat ihr Leben für die Kleinen gegeben und genauso hat Jesus sein Leben gegeben, damit wir leben können, damit das Feuer, das Inferno nicht uns trifft. Er hat es auf sich genommen. Die Bibel spricht in vielfältiger Weise von diesen Flügeln, insbesondere, wie gesagt, in dem Psalm. Da heißt es beispielsweise: Denn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Das ist genau diese Situation. Bis das Unglück vorübergeht, bin ich geschützt und bewahrt unter deinen Flügeln, weil du mich beschirmst und beschützt. Oder auch Psalm 91 spricht davon. Psalm 91 empfehle ich dir von ganzem Herzen, dass du ihn dir abschreibst, dass du ihn auswendig lernst, dass du dich damit beschäftigst. Es ist ein Psalm, wo es um den Schutz und die Bewahrung und den Segen Gottes für uns geht. Ein echter Schutzpsalm, den wir beten sollen, über unserem Leben aussprechen können. Und da geht es auch um die Flügel. Da heißt es: Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Oder eine andere Stelle: Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Oder: Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Ich lade dich ein, suche Zuflucht bei Gott, in seinem Schutzbereich, unter seinen Flügeln. Das hat etwas mit einer persönlichen, innigen Beziehung zu tun. Du kannst zu ihm kommen, wenn du in einer Beziehung zu ihm stehst. Und er lädt dich ein und sagt: Komm zu mir, ich will dich bedecken, ich will dich schützen, ich will dich segnen. Komm zu mir. Ich lade dich ein, dass du dich aufmachst, mehr zu Gott hinzugehen. Tiefer in das hineinzugehen, was er für dich hat. Tiefer auch in den Schutz und den Segen hineinzugehen, den er für dich bereitet hat. Denn Gott hat mehr für dich.